So, und damit willkommen zurück. Das neue Part Baldur's Gate Nummer 3. So, große Challenge ist hier zu überleben. Keine Ahnung, wie ich hier irgendwie am Leben halte. Sie ist zu weit entfernt. Das ist nicht gut. Ich muss Gale irgendwie retten gehen. Schön, da bin ich wieder am Start. Habe ich aufgehört, aber das war nicht ganz so clever. Ich habe gerade auch keine Ahnung, wie ich mit Nessie hier wegkomme. Provozierte Gegenangriff. Ja, scheiße, das muss ich irgendwie riskieren. Na komm. Zerliegend, das ist ganz schlecht. Hä, was ist mit mir passiert? Ich bin scharf. Den Zauber kann ich auch, aber konnte ich noch nie einsetzen. Das ist scheiße, ich habe 3 HP. Ich bin am Arsch. Das ist ein mächtiger Zauber, den ich mal einsetzen sollte. Der bei mir nur noch nie funktioniert hat, deswegen habe ich ihn noch nicht eingesetzt. Okay, Karnach. Draufhauen. Das ist das Wichtigste. Okay, Karnach. Was gibt's? Oder was ist passiert, warum die... wird man mit Karnach gerade nicht angreifen. Das ist wirklich scheiße. Wenn wir mit Karnach nicht angegriffen haben. Was passiert denn hier? Zu weit entfernt. Verdammt scheiße. Wie komme ich denn da jetzt hin? Mehr wirklich was machen. Ah, kritischer Fehlschlag. Ich kann nicht Lese angreifen will. Erkennen. Jetzt einen Trank gebraucht. Fuck. So, jetzt muss ich hier mal reinlangen. So, am besten mehr als einmal. Heftiger. Vielleicht kann ich davon irgendwas einsetzen. Schwarzes Loch. Versuche hier wegzukommen. Ja. Versuchen wir mal einen Rückzug. Ah.
Endlich sag, endlich kann ich das mal. Ich kann mal Rückzüge zu benutzen. Ach, das war ein Fehlschlag. Bin ich jetzt nah genug dran? Ich bin mit Ressourcen, verdammt. Das ist oft genug, das ist erstmal gut. Warum wurde ich geskippt? Das ist merkwürdig hier. Der Schild war sehr gut. Durchhalten. Durchhalten der Seele. Sammeln sich natürlich alle bei der Seele. Macht doch Sinn. Steht da ziemlich ungünstig. Ist halt der Stärkste. Und ich bin am Sterben. Ich weiß nicht, ob ich das mit gerade überhaupt hinkriegen kann. Die Angriffe sind jetzt nicht so stark. Wollen wir mal noch nicht die Hoffnung aufgeben. Okay, Geld ist gut. Das ist schlecht. Die draußen sterben halt alle. Dieser Safe Point. Vielleicht muss ich einfach nochmal einen Safe Point laden, wo der vor diesem Kampf Kadach ist tot. Okay, das ist. Das ist. Dann ist das das Ende. Ich werde nochmal einen Spielstand laden. So wie es mir tut. Dann rufe ich hier nochmal. Ach du Scheiße, das ist der komplette Kampf nochmal. Wir haben halt wirklich keinen. Ich habe nicht gespeichert während des Kampfes. Wir beginnen den kompletten Kampf nochmal von vorne. Aber besser als nichts. Da müssen wir uns mit Karl auch nochmal vorkämpfen bis zum hier unten nochmal rein ins Hirn. Das tut irgendwie weh. Mal. Jetzt wissen wir, wie es läuft. Was wir leider nicht mehr ändern können, ist. Hätte ich ein bisschen vorausblickender denken müssen. Dass ich ein bisschen Lesel wäre, das wäre jetzt geeignet gewesen. Die hat sogar angeboten, wenn ich mich richtig dran erinnere. There it is, the crown, the very thing that has been amplifying the Netherbrain's power, and the very place that we will be able to dominate it. That's where we should use the Netherstones. The very thing that has been amplifying the Netherbrain's power. And the very place that we will be able to dominate it. That's where we should use the Netherstones. What in the hells are those? Nee, mal speichern. So, versuchen wir alle rüber zu bringen. Sind
den Seitenstreifen. Gehe vielleicht diesmal auf. Warum ist sie nicht geschwebt? Bei Karlach. Ist eine sehr dumme Sache. Mal sprinten. Okay, ich habe alles. Na komm, mach hops. Ich kann hier vielleicht schon mal ein bisschen aufräumen. Ah, ich vergaß. Beim Hexenmeister, der das nicht, der irgendwie deine Sachen verändert. Und die schnellste Möglichkeit voranzukommen. Das hätte ich mit Kader machen können, da hätten wir schon den halben Weg in der ersten Runde. Und können wir jetzt mit ihm hier irgendwie minus 17 TP, das ist scheiße. Ich sollte möglichst darüber zu den anderen. Kann der Heilung nicht passieren. Wenn ich hier. So besser als nichts. In der ersten Runde dafür verschwendet. Hand, die nicht viel bringt. Hand, die Agro aber erstmal auf sich lenken kann. Vielleicht. Oder auch nicht. Karlach ist ausgerechnet die, die hier keinen Schaden kriegen sollte. Dafür steht sie ziemlich scheiße. Das hätte ich im ersten Anlauf schon besser machen können. Jetzt müssen sie sich auch erstmal noch positionieren. Natürlich auf Gale. Was sonst? Oh, die Shit. Was zum Gänger. Ist eine brutal scheiß Runde jetzt schon. Ja, der Notonoide. Den Ding jetzt angriff, was für eine Scheiße. Das heißt, ich werde es nicht schaffen. Vielleicht kann ich hier schon mal ein bisschen was ausschalten.
den Weg frei machen. Fehlschläge liebe ich ja besonders. Was war das gerade? Bleib mal hier bei Gale. Was ein bisschen scheiße für mich ist, aber... Könnte klappen. Jetzt ist der erstmal mit Tanzen beschäftigt. You won't be hurting for long. Wo renne ich denn hin? Jetzt hätte ich mich aber richtig ins Feld begeben. Jetzt die Chance nutzen, während er tanzt, die Schaden verursachen. So nämlich. Dann gehe ich mal hier ein bisschen weiter hoch. Und spar mir die Angriffe. Habe ich eh nicht mehr. Das ist der Imperator. Aus Reichweite. Und beide getroffen. Opfert sich mal ein bisschen. So. Jetzt Kriegers. Zauberpest. Das war ziemlich genial. Einer weniger. Der Drache. Den Drache lassen wir einfach mal sein. Danach hält das aus. Oh, what the fuck? Der kann aber auf 6 Mal angreifen. Das ist echt ein Gegner. Natürlich auf Gale. Warum ist Gale immer so schnell tot? Das ist doch nicht. Ist nicht wahr. Okay, kotzt mich so an. Na komm rüber hier. Das kann ich ja doch nicht mal werfen. Mal rauf hier. Ach, scheiß auf mich. Und gehe. Thank you.
Was so ist. Ich hau hier drauf. Sehr gut. Sind wir erstmal frei hier. Der ist zu weit weg? Ne, der geht. Ach, kann ich hier mal rüber schleudern? Rettungswurf gelungen, Telekinese. Das ist eher scheiße, aber ich muss hier gegen den kämpfen. Was soll's? Gale hätte ich zurück. Was macht ein Gale? Der ist beherrscht irgendwie. Sehr schön, Rettungswurf. Den Fehlschlag. Das ist nicht gut. Ich muss mal zu Kalach hinter, um mich irgendwie zu retten. Ein bisschen Leben zu geben. Kalach muss jetzt wirklich hier drauf konzentrieren. Brauchen wir jetzt jemanden an ihrer Seite. Nebelschritt. Ist noch lange nicht weit genug. So weit entfernt, verdammt. Den kann ich immer ausschalten. Da ist der Imperator kümmern. Oh, ich bin so am Arsch. Ich habe hier Tränke, aber die konnte ich jetzt natürlich nicht nutzen. Irgendwelche Wege da drüben. Ich weiß nicht, ob die Zauber jetzt noch was bringen. Sehr schön. Nicht genug Ressourcen. Ich mal ein bisschen bewegen können. Schöne Beherrschung, kein Ziel. Das war, glaube ich, nicht ganz schlecht. Fehlschlag, das ist gut. Oh nein, Kalach. Oh, das jetzt verhindert oder was? Ist Kalach noch dabei, die Krone zu kontrollieren oder ist die jetzt?
Das wäre richtig scheiße. Wo liegt ein Gay rum? Hier ist leider gerade drittrangig. Kann ich glaube nicht nutzen. Ich bin drittrangig. Verdammt Angst. Es läuft nicht optimal. Verdammt. Das läuft wirklich etwas scheiße. Man hat eigentlich keine Tränke dabei. Ich muss ihm doch einen gegeben haben. Warum habe ich ihm keinen gegeben? Hat Gay keine Tränke? Das sieht das cool aus, das Elixier des Heldenmutes. Und das bringt jetzt viel größere Zielscheibe. Ich habe halt keinen da zum Kader beschützen. Danach muss ich auf die Krone konzentrieren. Was irgendwie nicht macht. Das hat in der letzten Runde aber besser gewirkt. Was läuft hier? Heilige Scheiße. Wir werden die Runde wahrscheinlich sowieso nochmal neu starten. Weil das hier wirklich richtig brutal scheiße läuft. Ah, gute Gale. Ich kann ihn nicht benutzen. Wenn wir gleich alle Gegner aufgeräumt hier draußen sind. Aber ins Nesterbrain kommen wir nicht rein. Die Krone meine ich. Kann auch halt ein bisschen was aus hier. Aber ohne Verteidigung hier gegen zwei Mindflayer ist es wirklich beschissen. Okay, gerade noch am Sterben, es ist so eine Scheiße hier. Wir müssen uns irgendwie im Kaderraum versammeln. Ich habe gedacht, das könnte der Imperator irgendwie erledigen. Der sich bei ihr stellt als Leibwächter. Warte, ich hab doch Nebelschritt. Müsste reichen. Alter, sie liegt schon am Boden. Sie ist zu weit entfernt, ich heule. Sie ist zu weit entfernt, ich bin machtlos. Auch dafür zu weit. Nein, scheiße. Damit verschwinde ich wirklich alles. Ich lock noch den letzten Gegner hier hin.
nichts. Karlach muss leben. Natürlich, jetzt sind natürlich alle hierauf konzentriert, weil die letzte Überlebende ist. Nein, das wird nichts. Oh nein. Große Güte. Hätte das schlechter laufen können? Große Schande. Meine Fresse. Der erste Fehler war ja schon, dass ich Karlach für mich alles gehalten habe und mich losgeschickt habe. Ich glaube, die Taktik ist klar. Alle so schnell wie möglich nach hinten und vor allem Karlach. Karlach beginnt. Wie ungültiges Ziel. Ob du mich verarschen willst. Achso, ich setze die Jacke. Ja, das will ich. Und nochmal. Töne, viel stark. Jetzt kritische Treffer. Der hat nicht mal geladen. Immerhin. Nee. Dafür nicht. Need to find a way forward. Das ist scheiße. Warum ist G halt eigentlich so legendär scheiße platziert hier? Jetzt nachgehört schon. Karlach ist jetzt echt stärker als der Imperator. Und komm, geh, kannst du nicht irgendwas? Schast. Was bringt Hast? Cover me. Okay, jetzt nutze ich schon den. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich hatte keine so schlimme blöde Idee mit der Hand. Kann sich jetzt um die Titanen kümmern zum Beispiel. Oder auch nicht. Okay.
Okay, der lässt sich nicht ablenken. Sehr schön, vier Stiege. Bestimmt. Die Spoten erstmal. Oder kommen dazu. Es sammelt sich gerade gar einiges. Zum Glück steht Lesel dort. Aber die muss da weg. Wir müssen da nach hinten. Betäubt. Karlach betäubt, das ist richtig scheiße. Dass er doch seine eigenen Leute trifft. Also nicht seine eigenen, aber. Wow, was war das? Das Runde vorbei, wir sind wieder dran. Okay, ein Karlach fällt aus, das ist richtig scheiße. Jetzt bin ich, glaube ich, einen Nebelschritt gebrauchen. Oh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Gut. Ah, Fehlstart. Wow. Na bitte. Ein bisschen weiter ran. Während der da steht, ist der dann sehr mächtiger. Will ich trotzdem auch nicht von G ablenken, vielleicht. Okay, die Rüstung ist weg. Besser als nichts. Man muss Karlach bei ihr stehen unbedingt. Ah, Rettungshof gelungen. Stell dich davor. Okay, muss da weg. Ganz schnell. Muss der Schuss nicht mehr raus. Die Drache ist nicht mehr das Problem. Den würde ich jetzt nicht mit dieser Attacke angreifen. Holzen ist zumindest nichts. Ängstlich zwei Züge. Was können wir hier mal tun? Personen beherrschen. Das geht beim Drachen wahrscheinlich nicht. Todeskreis. Den Drachen verbannen. Das wäre mal eine Idee. Sie ist so weit entfernt. Schade. Elementar beschwören, vielleicht klappt das. Nicht genug Platz. Okay, ein Erzelementar ist tatsächlich eine geile Sache. Und hier kann ich vielleicht ausschalten. Da kann ich nix. Ihn hier. Ausschalten nicht, aber
Und wir haben Erdelemental. Der Zorn 54 den Spiel hat. Es bleibt spannend. Verstummt. Heilige Scheiße. Was passiert mit Laser dort? Hey, was war das gerade für eine Aktion? Hin und her gerannt, ne? Das gefällt mir gar nicht, dieser Kampf. Auch noch auf der See, geil. Was geht hier? Müssen wir uns nehmen. Wir stehen uns sonst im Weg. Okay. Ah, okay, ich vergaß. Was ist eigentlich bei ihr los? Ich kann jetzt nichts tun. Okay. Gutes Ziel. Das ist mal nicht schlecht. Der wird hier hinten gebraucht. Matsch zum Metall. Get to the crown and cast the spell. I'll buy you what time I can. Der Zauber bringt mir, glaube ich, gar nichts. Die werden von irgendjemandem abgehalten. Also brauche ich die. Ich brauche ich den einzigen. Das einzige, was ich jetzt gehe, aber für verschenkte Runde. Hat uns auch gelungen, das ist sehr schön. Toller Schild. Danach steht noch. Das war klar. Imperator down. Ich muss leider irgendwie ihn hier ausschalten. Okay, stark. Thank you.
Session, dann können wir in der nächsten Runde hier angreifen. Nicht, wenn er noch dazu kommt. So weit entfernt. Mit Ressourcen. Damn it. Ich bin ja fast gar nichts mehr. Na toll. Das ist so viel Angriff hier verschwenden. Ich werde da hinten gebraucht. Okay, hält erstaunlich lange aus. Ich muss hinter nach Zucala, um mir irgendwie zu helfen. Die braucht Heilung. Kann auch noch nicht anfangen, wenn ich weiß, dass der gleich groß, dass der gleich rüberkommt. Und den Autoloid. Ach, drauf geschissen. Was zum? Na, wird ja auch Zeit. Den können wir nicht mehr. Nur noch so klein auf mich selbst. Komm, machen wir sie hier alle. In der Erdblume hier noch was anfangen. Elemental. Stay the course. We can do this as long as the spell is completed. Bis darüber kann ich nicht angreifen. Habe ich mir auch nicht gedacht. Das ist ein Nebelschritt oder weiter habe ich nicht. Könnte schlechter laufen. Ganz oft gelungen, das ist gut. Auch wenn die HP von Kalach echt nicht gut ist. Ist sehr schön. Oder auch nicht, weil Kader halt echt am Arsch ist und kein Trinke bei sich hat.
Okay, die Runde müssen wir gebrauchen, um rein runterzukommen. Die erste. The brain is weakening. Its grasp of itself slipping. Even back. So, dritte Phase. Let's finish this. Hier rüber. Ich kann jetzt in der Runde rangreifen. Und nicht erreichbar, sehe ich anders. Vielleicht kann ich mit den anderen auch noch hier rein. Stehe gefährlich am Abgrund. Light on my feet. Ich kann gerade auch nicht heilen, wenn ich hier draußen bin. Erstmal die Seele heilen. Ah, verdammt. Verwandlung. Schäfchen. Vielleicht auch das Schaf erstmal kämpft. Okay, da kann ich noch nicht rein. Ist das dann erreichbar? Natürlich nicht. Vielleicht kann ich gleich rein und dann gib mir die Attacke noch auf. Für einen Angriff. Naja, verdammt. Da reingeht, bitte nicht. Das Schild ist verdammt geil. Das passiert dort draußen. Über der Negation. Ist dazu gekommen. Prozent, dann lassen wir es mal. Kann ich am Hirn lutschen? Kann ich nicht. Läuft eigentlich gar nicht so gut. Ist nicht zu groß mit Nasus. Ich bräuchte noch ein bisschen Unterstützung drin.
Paradox nämlich gleich tot. Diese Unterstützung bräuchte ich schnell. Ich habe vorhin die Zuglinie getan. Oh, wo kommen denn die jetzt her? So weit waren wir noch gar nicht. Ach, damit komme ich schon irgendwie klar. Ja, nicht so weit, wie es mir lieb ist, aber... Ah, hier kann ich nicht genug Bewegungsrate. Scheißdreck. Okay. Guest one. Nice! Das ist ein richtig geiler Angriff. Ich muss zuschauen, wie ich hier runterkomme. Die Plattform werden wir sich gleich auflösen. Das war ein richtig geiler Treffer. Ich hoffe, die hält das noch im Snow dort drin. My injuries need tending. Und draußen sterben alle. Zu Kalach. Nee, das ist das Gehirn. Okay, es geht erstmal sicher. Nein, ist er nicht. Er muss doch schnell runter. Steht auf einer roten Plattform. Er stürzt in sein Tod. Was? Kalach ist tot. Puh, Gale. Ist das jetzt irgendwie ein Gale? Wenn der jetzt hier nicht wegkommt. So, was haben wir denn hier noch? 35. Als ob. Okay, hat's geschafft. Impossible. Pain. Fear. Terror. Rip Kalach. Reconsider. Assess. Implore. Surrender. Subdued. At last. This is its death rattle. Become absolute. This is it, soldier. This is what we fought for. Time to end this thing. Bin ich dafür. The brain is on the cusp of its final thought, and it's taking all of Karlak's strength to keep it there. Kaputt. An opportunity, perhaps. Ratet Kalach dominiert das Gehirn, wird es absolut nur zu Kalach. Dieser Augenblick gehört euch. Jetzt stark gekämpft. No more tadpoles, brain. It's time to die.
must obey. I must end. Nightmares and the screams of legions upon legions of unborn emitters. The pain rips through you, obliterating all thought, all feeling. Your tadpole burns in your brain. First time in a long time, your thoughts are entirely your own. And then, gravity. Oh shit, das Spiel hat sich aufgehängt. Voll Gravität. Voll Schwerkraft. Ja, wir sind auf einem schwebenden Gehirn, was wir gerade ausgeschaltet haben. Und das gerade zerstört haben. Das stürzt jetzt ab, das ist suboptimal. Wir haben beide aufs Tor gerettet. Wird sich gerade abgestochen oder was? Oder war das ein Mind Flayer? Das sieht leider wie Karloff aus. Schwebt gerade was in der Luft.
Ist auch schön, wie hier eine Cutscene hier die Unterstadt sehen. In der Luft schön der Tür. Ach, dieses Spiel. Everything you did, everything you sacrificed, it was worth it for this. Hat Skarlach jetzt überlebt oder was? Sind wir alle tot? Beim Absturz in der Explosion gestorben oder? Nee, da ist sie ja. Ich stehe mal Hafen und Laden und warten auf die Cutscene. We did it. We actually did it. And the city's still standing. Ach, die sind extra aus dem Lager gekommen. My powers. They're draining. Just like Mizora said they would. A small price to pay in the grand scheme of things. It's over. It's truly over. The parasite. It's withered. Dead along with the nether brain. I am cleansed. I will never be a filthy geish. Only mild offense intended, of course. You did the unthinkable. And I'm grateful for it. It's all right. I knew what I was doing. If it wasn't for you, we'd be thralls, dead, or who knows? This is your victory. Ihr habt groß gelästert, Karlach. Ihr habt alle gerettet. Ich wünschte, ihr hättet ich hätte es an eurer Stelle getan. I did, didn't I? I saved the fucking world. And I think I might live long enough to tell the tale too. Den Drachen haben wir nicht getötet. Och, der hat überlebt. The Githyanki are departing in peace. Curious sight in a day already full of them. Speaking of Githyanki, what about you, Lazel? Will you be joining them? The Netherbrain is dead. To slay a geich was my sworn duty. I must call out to Tunorath. My ascension's at hand. Steigt auf, Lesel erfüllt eure Pflicht gegenüber Vlakit. Was macht euch sicher, dass Vlakit für euch wohl willkommen heißen wird? Den Aufstieg überzeugen, den Aufstieg vergessen, hier bleiben als deine eigene Herren einen eigenen Weg beschreiten. Das ist eure Entscheidung, Lesel trefft sie gut. Jetzt eigene Helden, das wäre schon geil. Wenn es nicht klappt, dann ja gut. Freunde, ja definitiv. Mit 30 müssen wir schaffen. Das geht schief.
Nur 15. Ja. Könnte. Hat geklappt. I've suffered so many bruises, bore so many blows, all to earn Flackett's favor. Yet, it's this vexing, excruciating, phenomenal world that I can't resist. Flackett will call for my head. The Kithraki will chase me to every corner of Tyrell. Du bist stark genug, dir zu besiegen. Let them. Now. I hunt prey on my own terms and spill blood of my choosing. I need not be ascended, for I am born anew. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city. Smoldering, waiting to be rebuilt. Der See kann die doch alle niederkommt. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Gionthar. If I salvage the stones, I could retrieve Nein, Gale. It. Perhaps even wield it. With the crown in my hands, I would be unstoppable. Mm. I would be more than the greatest wizard who ever lived. I would be a god. Ganz ruhig, Boromir, der. Viel Glück, Gale, vergesst mich nicht, wenn ihr ein Gott seid. Wir werden gemeinsam zu Göttern, Gale. Ich bleibe an eurer Seite. Ist das ganz sicher, was ihr wollt? Die Macht ist nichts für Sterbliche, Gale. Ihr solltet die Krone von Krone Mistra geben. Why should I? Mistra has dictated the terms of my potential for long enough. The crown would grant me control of my own destiny at last. Think of all I could achieve. All that I could grant to those whose ambitions are restrained by Mistra's yoke. Macht und Richtigkeit haben es doch hier in Netherrealm. Right here in Faerûn. It seems that we've come to an impasse. I stand on the threshold of divine ascension, and you would try to keep me grounded. It's not your fault. I can hardly expect you to understand. But nor will I relinquish this chance, because you're unwilling to imagine a world where I succeed. I will never succeed. That much I promise. But if one day you feel differently, I will be honored to have you as my child. Was willst du mir erzählen? Ich will ein Gott werden. I've never been on first-name terms with a god before. It could have its perks. I can't imagine Mistra will take it lying down. Retter der Welt. Floating. I'll let the gods relax. Gott werden. Still, good luck to him. I'm sure he'll go far. So, what now? I don't know about you, but I could use a flagon or three of ale. Da mach ich mit. Ab in die nächste Taverne. Wir sollten feiern, wir sollten in der Stadt bleiben, beim Wiederaufbau helfen. Verschwinden wir aus der gottverlassenen Stadt. Soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Ich denke, es ist Zeit, getrennte Wege zu gehen. Ja, wir sollten auf jeden Fall feiern. Ich weiß nicht, ob es in Baldur's Gate bleiben. Mit zerstörten Ruinen. Auf ins Abenteuer weiter geht's. Auf nach Ammen. It would be good to travel. It's been so long. Kidnappings aside. Then this is where we part ways. I have business to attend to here, and a life to rebuild. I hope the knights and shadows treat you well. You're an nicht so geil, friend, but I suppose so viel den Abend aufzubrechen. I will miss you too. Als Ende.
Now that you no longer live in each other's minds, it's hard to tell if the mind flayer is being sincere, though perhaps no harder than it ever was. I honestly don't mind what we do once we get to the... Ow! What the... Oh nein. Oh no. Astarion. Oh God. Well, it was nice when it lasted. Auf den Schatten. Sorry. I have to go. Astarion will keep to the dock now, I wager. At least he'll find plenty to feast on. Als ob. Ach. Dieses Spiel. Die Glocke. Die Luftschwimmen. Das Spiel ist super geil. Es sieht alles zerstört aus, also. Das passt schon. Irgendwie. Place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of the Baldur's Gate. Da kommen die Credits, ich glaub's nicht. Jetzt ob wir Baldur's Gate 3 durchgespielt haben. Ich habe dabei alles liegen gelassen im ersten Akt. Einfach durchgewascht. Im zweiten irgendwie auch. Ein paar Achievements gibt's hier noch. Ja. Dann geht's auf die nächste Reise. Die nächste Reise erwartet uns gleich, wenn ihr diesen Part auf YouTube seht, nächsten Samstag oder Sonntag. Ich glaube Sonntag, klar, wie immer, ja Sonntag. Den Sonntag, nächsten Sonntag, ein Stream-Aufzeichnungspart, wo ein neues Abenteuer losgeht. Wir hören nicht auf, wenn ein paar losgeht. Vielleicht der nächste Spielstand mit Mordi gemeinsam. Live auf Twitch haben wir das gespielt. Mit einem neuen Charakter. Kleiner Spoiler, ich spiele einen Drachenblut. Das wird interessant. Und dann nehmen wir nochmal alles mit. Da wird schon. Ein paar Streams sind da schon passiert. Streamaufzeichnungen existieren da schon zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Wenn ihr den Part guckt, existiert da schon alles. Haben wir schon durchgespielt. Zweiter Durchlauf ist auch schon durch. Vielleicht startet gerade der dritte. Das wird nochmal spannend. Ja. Was gibt's zu diesem Spiel zu sagen? Alles. Wow. Einfach wow. Ich glaube, das ist das, was man hier sagen kann. Das Spiel ist gigantisch. Spiel des Jahres 2023, alles andere ist Betrug. Das ist, das sage ich einfach so. Das ist Spiel des Jahres. Kannst du mir nicht verraten, dass das irgendwie, kannst du mir nicht erzählen, dass da irgendjemand ein anderes Spiel da
Ich meine, ja, es gab Stellen. Haben wir jetzt am Ende gesehen. Die Unterstadt, die komplett verpackt ist. Da muss noch gepatcht werden, einiges. Aber da sind sie dran. Das ist da wirklich da. Updates und Patches kommen ja wirklich im Monatstakt. Irgendwann funktioniert auch Akt 3. In einem halben Jahr läuft das Ganze hier glatt. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. In einem neuen Run. Mit meinem Charakter. Sein, es gibt noch ein Aftergame. Es gibt hier noch eine Aftershow, wenn man hier, dass man noch ein bisschen bei Baldur's Gate rumlaufen kann oder so. Glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht dran. Mal schauen. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das nicht das Ende von Baldur's Gate. Let's Play. Von diesem Durchlauf ja, aber noch einige, etliche Stunden Spielspaß werde ich haben mit euch gemeinsam Let's Play. Na dann, danke fürs Zuschauen. Habt euch wohl. Man sieht sich.
wanted in. Oh darling, get me drunk and make me feel. It's not my fault, I'm not to blame. These ain't my sins, I broke my chains. There's more to do and I still want to live. I feel your breath upon my neck, a soft caress as cold as death. Futures bound, our bodies know. Your blood like wine, I want it in. Oh darling, get me drunk, invite me. It's not my fault, I'm not to blame. These ain't my sins, I broke my chain.
thou art the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel, felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Ich werde das so zusammenschneiden und die ganzen Credits mit reinnehmen. Schreibt mir mal den Namen eures Charakters in Baldur's Gate, den ihr gespielt habt, in die Kommentare, wenn ihr bisher hierhin geguckt habt. Einfach ohne irgendwas dazu, einfach den Namen eures Spielers. Danke fürs Zuschauen. Ciao.